Einen wunderschönen guten Abend, ihr geilen Schnittchen, zu einer nächsten Folge Let's Play Smeet. Es gibt ein paar kleine Infos, die euch wahrscheinlich sehr doll interessieren, oder auch nicht. Auf jeden Fall freut es mich abgöttlich. Ich habe heute E-Mails bekommen, beziehungsweise habe heute mal in mein E-Mail-Postfach geguckt. Hab dann gesehen, dass jetzt am 5.6., also Mittwoch, ein Patch war. Und da ist ja die Athena, die auch hier, der Gott, rausgekommen. Und dann habe ich noch eine E-Mail bekommen von dem lieben Mammut Jim, der mir dank meinen Let's Plays, also der sich an meinen Let's Plays bedankt hat und mir dafür 3500 Games geschenkt hat. Daran, also an dieser Stelle hier nochmal einen riesengroßen Dank an Mammut Jim. Super geil, also ich finde es richtig geil, also ich weiß auch nicht, ich meine, ich habe jetzt auch noch nicht so viele Abonnenten oder was, aber dass er mich dann da schon so ein bisschen feedbackt, ist auf jeden Fall eine krasse Sache. Finde ich super. Und da habe ich mir noch gedacht, da wir jetzt 3502 Gems haben, würde ich sagen, probieren wir doch gleich mal den neuen Gott aus, Athena. Und naja, dazu wird ihr jetzt erstmal einen kleinen Clip sehen. Bis gleich. Welcome to the Smite God Reveal for Athena, Goddess of Wisdom. In Smite, Athena shields her allies as a melee magical tank. So, meine Lieben, da sind wir auch wieder. Ich würde sagen, dann beginnen wir das Ganze mal. Bui Gut und use Gems, genau. Ah, wir können uns ja erstmal den Gott angucken. Also das ist der Standard-Skin und das ist der High-Consular-Skin. Wobei ich eigentlich sagen muss, der Standard ist eigentlich viel geiler. Hier die Stats über den Gott, die Skins. Reach ist der ist ein Buff auf sich selbst. Primitive Strike, ja, das ist so eine Linie, da rennt sie so auf einem zu. Confute, das ist so eine Schildattacke. Da, oder ist das das? Ich weiß nicht, ich glaube das hier ist das. Da hast du, da kommt so ein Kreis mit so Soldaten und dann, wir probieren es gleich einfach mal. Das hier könnte das auch sein, was ich gerade meinte. Ich weiß jetzt allerdings nicht genau. Aber das hier, Defender of Olympus, das ist ein richtig geiler, Ulti-Skill. Den kann man, da kann man jemanden anvisieren und dann wird man da irgendwie so hin, also fliegt man da hin oder portet man sich hin und das macht ordentlich Damage. Also, ja, bin ich mal gespannt. Ja, hier die vorgeschlagenen Items, die werden wir gleich auch mal so, wie sie hier sind, mal ausprobieren. Ich habe noch nicht wirklich Ahnung, was oder warum ich was kaufen soll. Gut, wir kaufen den Gott jetzt einfach mal. Haben jetzt auch direkt abgezogen bekommen. Ja, falls euch wundert, ich bin jetzt fast Level 7. Habe ich ja... Ne, habe ich nicht gesagt. Habe ich gesagt? Weiß ich gar nicht jetzt. Dass ich auch zwischendurch mal ohne den Let's Plays mal spiele, damit ich auch mal ein bisschen mehr so in die Champs reingucken kann und alles. Beziehungsweise Gods. Ich denke mal, das wird doch nicht so schwer sein. Ihr könnt mich auch liebend gerne hier als Freund adden. Und dann spielen wir mal ein, zwei Ründchen zusammen. Ja. Ich würde sagen, wir machen ein Conquest-Spiel. Ja, also hier über das Freundensystem, da wie ich hier unten heiße, könnt ihr mich dann adden, einfach hier oben add friend und dann hier Smokey, 51 und invite und kann mich nicht selber inviten, ist natürlich klar. Ja. Ihr könnt natürlich auch über den Freundeslink hier gehen, den schreibe ich euch auch mal in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch dann über meinen Link hier werben. Das wird mir auch wieder ein bisschen Games und alles verschaffen. Müsst ihr natürlich nicht machen, wäre natürlich cool von euch. Aber das ist euch überlassen. Ich bin mal echt gespannt, wie der neue Gott Athena ist. Aber ich erwarte da schon recht viel.
Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt den kaufe, weil er neu ist oder was, aber ich möchte den euch einfach mal ein bisschen näher bringen und mir auch mal selber. Mich interessiert es auch. So. Aber er sah auch schon in dem Video-Preview richtig geil aus. Und daher denke ich mir mal, können wir den mal testen. Hoffentlich kriegen wir den nur schnell genug gleich angeklickt, nicht dass jetzt jemand anders hinzockt. Athena. Gut, das haben wir schon mal. Also hier nabbend. Let me Athena. Ne, ne. I played for game. Okay, hier regt sich einer auf, weil er schon seit 5 Games Athena nicht zocken kann. Und jetzt meint er hier halt von wegen, er möchte jetzt hier gleich rumfailen, denke ich mal. Kann er ja, soll er ja auch. Wahrscheinlich wieder so ein kleines Kind, was ja nicht genug geschlafen hat oder so, ich weiß auch nicht. Zu verfängen, die jetzt wieder stundenlang warten, warten, warten. Wir haben mittlerweile auf die 64 Abonnenten geknackt. Super geil! Nizza, Athena, Fenrir, Kali, Jimir gegen Zeus, Hades, Knight, Herkules und Hebo. Okay, Hebo ist mir schon wieder neu. Knight habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Hades auch noch nicht. Aber sonst sind mir... Ne, Nizza ist mir glaube ich auch noch neu. Aber sonst sind die ganzen Götter mir bewusst. Ping, da war das goldene Ping wieder. Fangen wir mal bei dem ersten an. Ja, was kaufe ich denn mal als erstes? Okay. Okay, also das ist hier die Startattacke, also das einfache Linksklicken auf der Maus. Wenn wir jetzt hier 1 drücken, dann passiert das. Wir laden uns auf und dann können wir jetzt hier so abgehen. Und dann geht's ab. Oh, jetzt will er, dass ich nach ihm komme. I'm going for Jungle Buff. I'm going for Jungle Buff. Ja, ist auch gut. Okay, wieder hören. Minions have spawned. Vielleicht auch noch hinlatschen. Hab ich gar nicht gesehen, dass die beiden da waren. Kleiner Fail. Ich bin echt mal richtig gespannt, Leute. Also ich bin wirklich auch das, wie ihr gesehen habt, ist gerade das erste Mal mit dem am Spielen. Hab auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wie oder was uns jetzt erwartet. Aber ich hoffe, wir kriegen jetzt nicht direkt einen auf den Sack und räumen ordentlich mal hier was auf.
Zeus und Herkules gegen uns. Gegen Fendir und mir Athena. Okay, das hat auf jeden Fall schon mal ordentlich ein bisschen was gekracht. Natürlich ist scheiße gegen so zwei Ranged Gods, aber ich hoffe, ich werde ein bisschen was hier hinbringen. Level up. Ein bisschen weiter zurückbleiben. Oh, oh, oh. Your middle tower is under attack. Ich glaube, wir haben schon einen Kill gemacht, oder? Ne? Jetzt aber. Wunderbar. Mana hier. Das wäre vielleicht nicht so schlecht. Ja, ich denke mal, wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen weiter zurückhalten. Ich weiß allerdings auch nicht, was das hier unten ist. Also, ich glaube, wenn wir jetzt hier zwei von den Compute-Skills gemacht haben, dann wird das hier voller. Und dann können wir irgendwie so eine Spezialeffekt machen oder was. Könnte ich mir das gut vorstellen. Klatsch, klatsch. Nice. An ally has been slain. So, das war schon mal ein Assist. Da kommt der Zeus schon wieder. Wuhu, Leute, das war knapp. Was ist das denn hier? Has been slain. An ally has been slain. So, bis jetzt läuft es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Your right tower is under attack. An ally has been slain. Also
mal wieder hier schön mit hinkommen. Ah, kommt schon. Your right tower has been destroyed. Your middle tower is under attack. Ultimate is ready. Mir geht die Ulti nicht. Ich weiß nicht gerade, wie sie geht. Komisch, komisch. Aber muss ich da echt in dem Radius sein erst, oder was? Ja, so mache ich das doch, Kerl. An enemy has been slain. Your middle tower is under attack. Your left tower is under attack. Ich kann irgendwie nur nach ihm. Was zum Mein? Okay, also. So funktioniert der Spaß also. Ja, geil. Das läuft ja schon mal sehr nicht. An enemy has been slain. Thanks. Also die Ulti ist auf jeden Fall irgendwie komisch. Also dann kann ich hier, die kann ich ja nur benutzen, wenn irgendeiner in der Nähe von einem ist. Das ist doch irgendwie ein bisschen doof. Ich dachte, die kann man benutzen, wenn man ja, auf andere Gegner so halt. Kann ich ja nochmal probieren. Mal ihm mehr helfen. Ah. Geil, hat natürlich wieder voll daneben gehauen. Oh, lol!
Also irgendwie, Leute, wird das hier nichts. Entweder bin ich zu blöde oder... Ich weiß auch nicht. Your middle tower is under attack. Middle tower is under attack. Enemies incoming right. Retreat right lane. An enemy has been slain. Do 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 do. Schnell zurück. Ah, Kacke, da hätte ich eigentlich noch immer helfen können. Shitte. An enemy has been slain. Your right tower is under attack. So, ich habe jetzt hier so. Your team has destroyed a middle enemy tower. I'll take right now. Na, schade. Nein. Total sinnlos. Okay, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir den nervigen Sack hier wegkriegen. Ah, war wieder so typisch. Ja, ich komme doch schon. Das war ja schön gefailt. Oh Leute, helft mir doch! Ach, lächerlich, ey. Einfach nur lächerlich. Ich komme mit dem Champion gar nicht klar, Leute, also. Weiß auch nicht. Warum kann ich das denn eigentlich hier nicht kaufen? Achso, das habe ich schon. Hier, meiner.
Okay, ich soll mir jetzt vielleicht irgendwelche Rhinforce-Boots kaufen, meinte er hier. Dann werde ich das gleich mal machen, den Tipp hier befolgen. Sorry Leute, dass ich jetzt gerade irgendwie nicht so viel spreche auch zwischendurch mal, aber ich muss mich auch gerade irgendwie voll konzentrieren, weil irgendwie ist das hier ein bisschen schwer. Allein das hier mit der Ulti, das ist irgendwie sehr eigenartig. Den helfe ich jetzt. Ah, lol. Es ist doch nicht wahr, oder? Hammerhart, ey. Nice job. Attack middle lane. I'll gank middle lane. Aber soweit ich weiß, sind wir bis jetzt ja, im klaren Vorteil. Ja, jetzt brauche ich natürlich meine Ulti und müsste gleich hier voll reinkrachen, aber die habe ich dann natürlich wieder gerade schön verplempert für nichts und wieder nichts. Oh Mann, oh Mann. Oh. Attack, Fire Giant. Okay. I'll attack the Fire Giant. Ja, toll! Klasse! Das war ja schon mal geil. Ja, super für dich. Dann nochmal eine Hilfe grad. Natürlich auch wieder nicht mein Kill. Ach, es ist doch lächerlich, ey, sag mal ehrlich. Ich krieg ja nur hier auf die Fresse. Jetzt warte ich mir immer noch, bis ich meine Schuhe holen kann. An enemy has been slain. You rock. Thanks. An ally has left the game. Klasse. Jetzt verlässt auch noch einer hier das Spiel. Your middle tower is under attack. Ah.
Nice job. Thanks. Also ich mache überhaupt keinen Damage hier, ey. Ach, wieder umsonst, Mann. Ah, das ist total räudig hier. Also sorry, Leute, das ist echt irgendwie ein Fehlkauf gewesen. Also hier geht gar nichts mit, ey. Absolut Müll, also mein Ernst jetzt. Ich bin so low level und alles, ich komme mit überhaupt nicht voran. Alles klar. Keine Chance, echt nicht. Ich kann machen, was ich will. Das bringt nichts. Sie attackt hier die Goldflurry. Nice job. Thanks. Für jeden jetzt 300 Gold oder was? Okay. Klatsch, klatsch, klatsch. Vielleicht bringt das jetzt aber was. Auch wieder umsonst gewesen, geil. Oh, 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 Leute, das sieht echt schlecht aus für uns. Ein bisschen mehr Attack-Speed wäre natürlich nicht schlecht. An enemy has been slain. Double kill. Das wäre natürlich jetzt, das hier wäre doch das Beste, ja. Attack, Fire Giant! Attack, Fire Giant! Attack, Fire Giant! Attack, Fire Giant! I'll attack the Fire Giant! Ja, welchen denn? Attack, Fire Giant! Quiet! Now, quiet. Na, ihn wieder hier. Was genau bringt uns das? Aber was? Oh,
Alter, der staubt alle Kills ab, der Typ, also ehrlich. Und wieder seiner. Ist klar, Alter. Oh Mann, oh Mann. An enemy has left the game. You rock. Ich hoffe, jetzt kommt der Gnadenschlag hier. Your team has destroyed a little enemy. Warum eigentlich mal auf mich, Alter? Ah, ist doch räudig hier. Keine Chance, Leute, sorry, aber ist nur mal so. Das ist überhaupt nicht mein Fall, der Gott hier. An ally has been slain. Double kill. So, gewonnen, meine Lieben. Wurde auch Zeit nach 28 Minuten Spielzeit. Oder doch nicht Ende? Nein, doch nicht Ende. Dann werden wir jetzt zum Gnadenstoß antreten. Oh, am Ende mache ich doch noch einen Kill. Attack the Minotaur. Your team has destroyed a middle enemy Phoenix. Jawohl. Ja, wir wissen es jetzt, Kali. Yeah, Level Up. Und nochmal 500 Favor bei. First Win of the Day. Plus 100 Favor. So gut, Leute, danke fürs Zuschauen. Auch wenn es jetzt nicht gerade so wirklich abgegangen ist. Ich werde mich noch ein bisschen über den Gott erkundigen und dann versuchen wir es einfach nochmal. Ich denke mal, das war lach jetzt einfach den falschen Teams oder was. Danke euch fürs Zuschauen und bis bald. Ciao, bis bald.